Und herzlich willkommen bei Frau Janik probiert's aus, probier's auf. Und heute probiere ich Nussmus. Nussmus ist super lecker. Ich verwende es zum Beispiel im Porridge, im Müsli, im Granola. Da habe ich das letzte Mal ein Video gemacht, habe ich euch hier verlinkt. Dann einfach so zum Beispiel zum Bestreichen von Äpfeln, zum Snacken. Es ist wirklich super lecker und total einfach gemacht. Ihr braucht wirklich nur eine starke Küchenmaschine oder einen starken Mixer und die Nuss eurer Wahl. Ich mache meinen Nussmus ja selber, weil es erstens viel besser schmeckt als die im Laden und zweitens ist es wirklich viel günstiger. Im Laden sind die richtig teuer. Dann habe ich noch einen Tipp für euch und zwar heißt es bei mir Nussmus und nicht Nussbutter. Denn bei Nussbutter wird oft noch ein anderer Stoff hinzugesetzt, zum Beispiel eben Zucker oder andere Fette. Und bei Nussmus ist es meistens 100% Nüsse. Aber wie gesagt, studiert immer hinten die Food Facts, dann könnt ihr euch sicher sein bei den Zutaten, was wirklich drin ist. So, und wie das jetzt geht, das zeige ich euch jetzt. Und das sind die Sorten, die ich heute mache. Hier habe ich Cashews, Haselnüsse, Mandeln und Kokosraspeln. Und die müssen zuerst auf ein Backblech, schön verteilt mit Backpapier und dann für ungefähr 10 Minuten in den Backofen bei ca. 150 Grad Umluft und erstmal wunderbar rösten. Wie man sieht, sind die hier schön dunkel geworden und auch die Kokosraspeln werden dunkel. Da müsst ihr besonders aufpassen, die immer wieder schön wenden, dass sie wirklich gleichmäßig bräunen. Und das ist der erste Schritt und jetzt geht's weiter. Und als erstes mache ich Cashewmus. So, und schon ist es fertig. Nach 5 Minuten ist das Ganze erledigt. Jetzt fülle ich es nur noch in ein sauberes Glas um, lagere es dann im Küchenschrank, kühl und trocken und dunkel. Nicht im Kühlschrank, denn dort könnte es eventuell schimmeln, also einfach nur im normalen Küchenschrank lassen. Und schaut mal, wie cremig es geworden ist. So super lecker. Also das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Und die ganze Küche duftet gerade nach Cashewmus. Richtig lecker. Das Cashewmus ist jetzt also schon fertig nach 5 Minuten Mixen. Geht super schnell und super einfach. Meine Küchenmaschine, die hat jetzt noch ein paar Cashewmus-Reste, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ich gebe jetzt einfach die Mandeln dazu, denn immer wieder auswaschen macht für mich keinen Sinn und man schmeckt es nachher sowieso nicht mehr raus. Also weiter geht's mit den Mandeln. So, und Nummer 2, Mandelmus, ist auch fertig. Das Mandelmus ist jetzt fertig. Das ging ein bisschen länger als das Cashewmus, da die Cashews ja schon von sich aus sehr weich sind und Mandeln ein bisschen härter. Deshalb müsst ihr da ein paar Minuten mehr einplanen. Aber sowieso ist es ja abhängig von eurer Küchenmaschine. Aber ich freue mich schon, es bald essen zu können. Und jetzt geht es weiter mit den Haselnüssen. Die Haselnüsse könnt ihr jetzt entweder mit Schale in den Mixer geben oder ohne. Sie schmecken leicht bitter mit Schale, deshalb möchte ich die entfernen, weil später möchte ich das für Nutella benutzen und dafür nehme ich jetzt ein Küchentuch. Ihr könnt zum Beispiel auch Haushaltspapier verwenden. Ich habe jetzt die Schale so gut wie es geht entfernt, bei ein paar ging es nicht so gut ab, man könnte es jetzt nochmal nachrösten, aber ich lasse es jetzt, es ist ja nicht so schlimm. Und jetzt geht's weiter und ich mixe die Haselnüsse zu Haselnussmus.
So, und Nussmus Nummer 3 ist fertig. Haselnussmus, es duftet hier richtig gut. Damit könnt ihr selbstgemachte Nutella machen. Da habe ich schon bereits ein Video gemacht. Das verlinke ich euch hier mal. Probiert es mal aus, es schmeckt so gut. Ich finde sogar viel besser als die echte Nutella, weil es so richtig schön nussig wird. Und wie ihr seht, ist die ganze Konsistenz jetzt richtig schön cremig. Und jetzt wird es abgefüllt. So, und mein drittes Glas Haselnussmus ist fertig gefüllt. Wie gesagt, super lecker für selbstgemachte Nutella. Unbedingt mal ausprobieren, die echte werdet ihr überhaupt nicht mehr vermissen, denn das schmeckt viel, viel besser. Und jetzt geht's weiter mit Kokosmus. Dafür werde ich schnell meine Maschine reinigen und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, und jetzt geht's weiter mit meinem heißgeliebten Kokosnussmus. Das ist super lecker für alle Kokosfreaks unter euch, so wie ich es bin. Dafür habe ich jetzt die Küchenmaschine hier nur grob gereinigt mit einem Haushaltstuch und jetzt gebe ich die Kokosraspeln dazu. Und so ist das Kokosnussmus perfekt. Es ist richtig schön flüssig geworden und super lecker, zum Beispiel im Porridge. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Bei dem ist jetzt Folgendes, und zwar dauert es ein bisschen länger als die anderen Sorten und ihr müsst öfter an den Seiten wieder herunterschaben, dass das Ganze sich besser vermengt. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und jetzt werde ich das auch noch abfüllen und dann bin ich schon fertig. Und Nussmus Nummer 4 ist fertig, leckeres Kokosnussmus. Jetzt dürft ihr euch aber nicht wundern, jetzt ist das Kokosnussmus nämlich noch flüssig und im Vorratschrank wird es dann nämlich fest werden, aber das ist nicht schlimm, ihr könnt es dann ganz einfach mit einem Messer rauskratzen, so viel wie ihr davon haben möchtet. Und im Porridge verflüssigt es sich ja dann sowieso. Super lecker, müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. So, und das waren sie, meine 4 Nussmus-Varianten. Erdnussmus würde sich natürlich auch noch gut eignen. Das mache ich aber meistens nicht selber, sondern kaufe es, da das eins von den günstigsten Nussmusen ist im Vergleich zu den anderen. Ich würde mich freuen, wenn ihr es nachmacht und mir ein Foto schickt auf Instagram unter dem Hashtag FrauJannik oder mir einen Kommentar hier auf YouTube unten hinterlässt in der Kommentarfunktion oder zum Beispiel auf meinem Blog. Dort habe ich nämlich nochmal alles für euch aufgeschrieben, die ganzen Mengenangaben und so weiter. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr hier wieder einschaltet, wenn es heißt, Frau Jannik probiert's aus, probier's auch. Tschüss, habt einen schönen Tag.